So melden Sie sich mittels OnID bei On an. Gehen Sie auf sparkasse.it und klicken Sie auf Login. Klicken Sie dann auf das On-Symbol und anschließend auf Anmelden. Eine neue Seite wird geöffnet. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf Anmelden. Sie erhalten eine Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone. Klicken Sie darauf, um die App zu öffnen und Ihren Zugang zu bestätigen. Wenn Sie keine Nachricht erhalten, öffnen Sie die App Sparkasse On und klicken Sie auf Auftrag genehmigen. Autorisieren Sie mit Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder PIN und schließen. Jetzt können Sie On verwenden. So autorisieren Sie einen Auftrag in On mittels OnID. Geben Sie die Daten des zu autorisierenden Auftrags ein, in diesem Beispiel eine Überweisung, und klicken Sie auf Bestätigen. Sie erhalten eine Push-Nachricht auf Ihr Smartphone. Klicken Sie darauf, um die App Sparkasse On zu öffnen und die Transaktion zu bestätigen. Wenn Sie keine Nachricht erhalten, öffnen Sie die App Sparkasse On und klicken Sie auf Auftrag genehmigen. Autorisieren mit Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder PIN und schließen Sie. Ihr Auftrag wurde erfolgreich weitergeleitet. Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail. Sie können Login und Aufträge auch dann autorisieren, wenn Ihr Smartphone offline ist. Zum Beispiel, wenn Sie keine Verbindung haben, indem Sie den QR-Code verwenden. Öffnen Sie die Sparkassen-App On auf Ihrem Smartphone und klicken Sie auf Auftrag genehmigen. Scannen Sie den auf Ihrem Desktop angezeigten QR-Code und klicken Sie auf Bestätigen. Autorisieren Sie mit Ihrem Fingerabdruck, Ihrer Gesichtserkennung oder Ihrer PIN, um den einmaligen Code zu generieren. Geben Sie ihnen das dafür vorgesehene Feld auf dem Desktop-Bildschirm ein und senden Sie. Der Autorisierungsprozess ist abgeschlossen. Sie können mit Ihren Aktivitäten auf On fortfahren.